Mal wieder Regen. Und der versteckt sich im Busch. Oh, sag bloß, der Flügel ist verheilt. Jedenfalls hat er den Verband nicht mehr an. Ich dachte gerade schon. Und ja, es gibt nicht wirklich nicht mehr viel, wenn wir schon beim vorletzten Bild in der Reihenfolge sind. Muss ich sagen, finde ich es schade, dass das Spiel so kurz ist. Auch nichts mehr von der Mutter oder sonst wem. Nur wieder nimmt den Schirm mit wahrscheinlich. Und wieder durch das Waldstück. Okay, diesmal ist die Ampel einfach gelb. Also gelb blinkend, das heißt normalerweise deaktiviert. Ja, wieder die Krankenschwester. Ah, die Tierärztin, Krankenschwester, ja, von wegen. Wir rennen weg. Und wo rennen wir jetzt hin? Ach, auf unseren selbstgebastelten Flieger. Okay. Autsch. Ich wollte eigentlich sagen, wir sollten lieber tiefer fliegen, dass es die Blitze nicht treffen, so gleich treffen, aber scheinbar ist das egal, das ist geskriptet.
Und wir fallen. Wohl alleine. Wir wachen aber wieder auf, zum Glück. Da ist der Rucksack, wo ist unser Vögelchen? Ach nö. Okay, durch unsere Baumspinde kommen wir nicht, also können wir wohl wahrscheinlich nach Hause gehen. Jetzt winken alle. Und ja, wir sind tatsächlich fast am Ende jetzt. Eins unserer Papierblätter. Ganzen Erinnerungen. Wahrscheinlich war das am Anfang einfach nur, also wo wir rückwärts gegangen sind, eine Zeitrückblende gewesen. Sozusagen als Anmerkung, wir reisen in die Vergangenheit. Das meiste, was wir jetzt hier so gesehen haben in dem Traum, haben wir uns wahrscheinlich auch nur ausgedacht.
Ein Zettel wie jeder andere, der wieder zu den anderen gelegt wird. Rucksack auf den Stuhl. Kein Vogel im Busch. Da war der Entwickler mal wieder faul, weil der Zettel klebt immer noch am Kühlschrank, obwohl wir ihn weggelegt haben. Aber ist ja nur ein Traum. Und das sieht aus wie das Anfangsbild. Ich höre den Vogel. Ich glaube, jetzt sind wir in der Realität. Ja, wie ist er da hochgekommen? Ah, er kann wieder fliegen. Oh ja, den Verband abnehmen. So. Und er bringt uns sogar den Papierflieger zurück. Dann flieg mal los. Und lass sie nicht wieder von Dachsen angreifen.
Ja, die Übersetzer für die jeweiligen Länder, wobei es da ja nicht viel zu übersetzen gibt. Also ja, das Spiel hat überhaupt nichts mit To the Moon zu tun. Also die Charaktere, die man aus To the Moon kennt, kommen absolut nicht vor. Oder doch? Das ist nämlich eine Erinnerungszeitleiste. Finding Paradise erscheint eines Tages. Das ist dann also wohl die Ankündigung aufs nächste Spiel. Okay. Gut, das war A Bird Story. Das war wohl mehr oder weniger dieser Teil der Erinnerung dieses Patienten hier. Also ja, abgesehen davon, dass es keinen Text hatte, fand ich es sehr schön wieder gemacht. Auch das Ende war halt ein bisschen kurz im Gegensatz zu To the Moon. Aber ja. Ich bin mal gespannt, wann Finding Paradise dann rauskommt. Gut. Das war dann auch dieses Sonntagsprojekt. Ich werde mal gucken, dass ich wahrscheinlich diesen Sonntag zwei Folgen. Also ja, was rede ich das jetzt hier am Schluss? Das ist ein bisschen blöd. Ja, letzten Sonntag sind dann zwei Folgen gekommen und diesen Sonntag sind zwei Folgen gekommen, wenn man vom aktuellen Stand ausgeht. Also werde ich nur zwei Folgen online stellen, jeweils pro Sonntag, falls ihr euch im Anschluss gewundert habt. Gut, das heißt, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich und euch hat das Spiel gefallen. Also, ciao, ciao, bis dann.